Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir testen ja eigentlich immer noch so mehr oder weniger Lewandowski. Ich bin jetzt aber auch irgendwie zu dem Entschluss gekommen. Moment mal, erstmal will ich nachschauen, ob meine Maestros gekauft wurden. Ja, wir haben sie alle bekommen für 600. Nice. Wie kann ich die jetzt alle an den Verein schicken? Alle zuweisen. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, so ein bisschen. Ich habe wieder. Ich denke ja viel über mein Spiel nach. Ich habe so ein bisschen über mein Spiel nachgedacht und ich glaube halt, ist der Grund, warum. Wir gucken mal, was die Voraussetzung ist. Trikot, The People's Crest. Und 2000 Münzen. Dafür müssen wir aber nur MLS-Spieler oder müssen halt MLS-Spieler einbauen. Nein, für ein langweiliges Trikot. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass, glaube ich, ein Teil des Grundes, warum die Stürmer weniger Action haben bei mir, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen an meinem Spielstil liegt. Der hat sich so ein bisschen geändert und ich spiele jetzt halt noch kombinatorischer als vorher, vor allem halt auch noch kombinatorischer durch die Mitte, was vorher weniger der Fall war. Da bin ich vor allem über außen gekommen, dann der Pass auf den Stürmer und Bums aus Nikolaus, dann haben wir halt geschossen. Und jetzt mache ich halt auch viel kombinatorisch über und durch die Mitte und da ist es halt nicht mehr so wahrscheinlich, dass dann zwangsläufig der Stürmer den Abschluss hat oder die letzte Vorlage gibt. Oft ist er halt der nicht der letzte Passgeber, der dann die Vorlage macht, sondern der vorletzte Passgeber, also der quasi im realen Fußball sagt man dazu, er hat das Tor eingeleitet. Und dann gibt es quasi so ein unsichtbaren halben Scorerpunkt, den wird aber halt nicht gerechnet auf dem Papier. Unsichtbaren halben Scorerpunkt für den, der das Tor eingeleitet hat, also den vorletzten Pass gespielt hat. Dann derjenige, der den direkten Pass gespielt hat, zu demjenigen, der das Tor geschossen hat. So, und das ist halt oft der Fall, glaube ich, momentan bei meinem Spiel, dass der Stürmer einfach nur das Tor einleitet oder einfach in irgendeiner Form positiv in der Findung des Tores beschäftigt oder in der Findung des Tores inbegriffen war. So ist, glaube ich, richtig. Sehr starkes Team beim Gegner. Vor allem ist es, glaube ich, ein sehr schneller, starker Sturm. Hat auch Hunter auf den Stürmer und Hawk auf die zwei rechten, also auf die zwei Flügelstürmer mehr oder weniger. Das heißt, er legt viel Wert auf Pace. Schauen wir mal, wie sich das Ganze bemerkbar macht. Wir versuchen natürlich konzentriert und gut zu spielen, zu unseren eigenen Fehlern stehen, nicht aufgeben, auch wenn wir 3-0 hinten liegen. Boah, war das knapp. Da habe ich direkt auf Passen gedrückt, hat leider nicht gereicht. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass ich mit Dante vorbei dribbeln kann, es hat leider nicht geklappt. War wahrscheinlich auch wieder nicht keine gute Idee. So, machen wir mal ein ganz normales Spiel. Den nimmt Valbuena leider nicht perfekt mit. Hat er gut verteidigt, ein bisschen Glück, dass ich dann zuletzt dran war. Er ist einfach stehen geblieben. Das heißt, wenn wir zurückziehen und in die Mitte gehen, das sollte besser funktionieren beim nächsten Mal. So, ganz in Ruhe. Haben wir jetzt auch Draxler wieder drin. Das Kopfball verliert. Einen Tick zu spät, da habe ich halt gedacht, ich kann jetzt schön mit Tolisso den Ball rausgrätschen. Okay, also mit ihm jetzt nicht mehr ganz so riskant spielen. War aber, denke ich, auch nicht so schlimm. Das kann man auch als taktisches Foul sehen. Quadrado. Ja, also er ist auf jeden Fall ziemlich pacig unterwegs. Kann man fast schon vom klassischen Pace-Spieler reden aus FIFA, aus den vorhergehenden FIFA-Teilen halt. Weil auch Quadrado ist super schnell, den er da auf Außen hat. Ich habe jetzt die anderen Spieler nicht alle gesehen, aber
Könnte schon sein, dass die da ein bisschen Pace mitbringen. Ich musste kurz mal Pause drücken, weil ich mich kratzen musste. Das hat gekrabbelt. So, Konzentration. Bisher haben wir noch nichts zustande gebracht nach vorne. Vielleicht ein bisschen zu unvariabel gespielt. Ein bisschen. Ich glaube, gegen die müssen wir einfach schneller spielen. Das ist halt niemand, gegen den wir jetzt hier das langsame Aufbauspiel pflegen können. Der Schuss war nicht schlecht, aber leider halt rechts neben dem Tor vorbei. Also wenn er aufs Tor geht, ist er glaube ich drin. Also wenn er rechts aufs Tor geht, der geht glaube ich nicht drüber. Macht er leider gut. Ich hatte nur angedeutet, dass ich rangehe, weil ich keinen Bock hatte, einen Einwurf zu verursachen. Ja, geht halt schon hardcore-mäßig auf Pace, aber glücklicherweise bisher nichts Gefährliches. Wollte den nicht außen, innen durchspielen, ich wollte ihn außen durchspielen. Da sollte der Ball nicht hingehen. Och, tragst dann den Ball nicht mit und lässt ihn einfach am Fuß abprallen. Sehr ärgerlich. Ach ja, und was ich eigentlich sagen wollte zu dem, zur Erkenntnis, die ich gekommen bin, der Ball soll natürlich da nicht hingehen. Genau, also die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dass ich wahrscheinlich einfach momentan viel kombinatorischer unterwegs bin und deswegen nicht nur mit meinem Stürmer halt die Scorerpunkte mache, ist, dass wahrscheinlich dann ein Inform oder Man of the Match Stindl, der einen überragenden Kurzpasswert hat und generell halt einfach ein sehr, sehr gut mitspielender Stürmer ist, vielleicht dann doch am besten zu mir passt. Also, vielleicht habe ich den da zu schnell abgetan. Das war gerade ein blöder Pass von mir oder eine dumme Vorlage mal wieder. Gewinn doch mal nicht jedes Kopfballduell. Oh, danke, Rouvier. Danke, danke, danke. Aber das 1-0 wäre nicht unverdient. Das war gerade ein Foul, was nicht gepfiffen wird. Ich mache zu viele kleine Fehler im Aufbauspiel. Will einfach den Ball nicht raushauen. Das ist das Problem hier, dass ich dann einfach Fehler mache, weil ich den Ball nicht raushaue und einfach wegkläre. Oh, ich bekomme auch wieder nicht die Spieler beim Wechsel.
Das ist jetzt schon das zweite Mal in dem Spiel das Problem, dass ich nicht die Spieler bekomme, auf die ich eigentlich wechsle. Miserable Endphase, der Gegner hätte hier locker 1-0 führen müssen. Und überlege gerade, ob ich die Formation wechseln möchte. Wir gehen mal auf 4-3-2-1. Wobei es könnte sehr eklig werden gegen seinen schnellen Sturm, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Einfach weil es so schlecht lief und wir auch jetzt keine wirkliche Torgefahr ausgestrahlt haben. Da spiele ich aber erstmal auf Defensiv. Wenn ich ganz so offen stehe, wird halt trotzdem wieder so sein, dass obwohl wir auf Defensiv stehen, spielen wieder nur zwei Leute hinten stehen oder so, wie wir es halt immer kennen. Ein paar Meter gemacht. Das war nicht so wirklich geil. Ich sag mal, wenn der überall nur diese schnellen Spieler wahrscheinlich. Glück. Nein, verdient. Fuck you, schlecht verteidigt. Pack! Ein bisschen glücklich, wie er den Pass von außen in die Mitte bekommt, aber es war trotzdem nicht gut verteidigt und ja, dann steht es hier verdient 1-0. Egal. Wir haben noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen. Beim Gegner nervt mich halt wirklich so eine totale. Also ich muss es einfach mal sagen, eine richtige Pacehole ist einfach. Überall nur diese scheiß Drecks-Pace. Sieht man halt auch an seinen Champions League Styles. Obwohl er schon total schnelle Spieler hat, gibt es denen halt noch Champions League Styles, die die Pace erhöhen. Also das ist mal wieder eine richtig klassische Pacehole. Ganz in Ruhe, wir ziehen das noch. Krass, krass, wie er da. Boah, wie schafft es denn da bitte schön rumzutackeln und auf dem Boden zu liegen und das Falcao hinfällt und einen Elfmeter bekommt? Danke, Sidibe, dass du von der Abwehr losrennt und statt kurz zu bleiben, dann halt einfach lang gehst. Das macht mega Sinn und das war auch nicht so geplant. Eieiei, was für Pässe.
Muss ruhiger bleiben. Wir haben noch genügend Zeit. Brauchen nur ein Tor für den Ausgleich. Zwei für. Moment mal, Tolisso ist auch ziemlich im Arsch. Die Maria. Ich glaube, dann wechsle ich Tolisso aus und ziehe die Maria nach hinten. Und ganz ruhig bleiben. Wir haben noch genügend Zeit. Brauchen nur ein Tor für den Ausgleich. Ich glaube, es ist sogar egal, wenn wir jetzt nicht gewinnen. Ich glaube, wenn wir nicht gewinnen, dann kriegen wir einfach nur den Klassenerhalt hin. Oh, es soll auf Falcao gehen, Idiot. Wir haben in dem Spiel auf jeden Fall nicht die Leistung abgerufen, die wir hätten abrufen können. Defensiv nicht stark genug, offensiv nicht stark genug. Zu viele Pässe, die an den falschen Spieler gegangen sind. Muss man einfach so sagen. Ich denke, ich habe mich zu sehr negativ von diesen pacigen Spielern des Gegners beeinflussen lassen und von der Spielweise des Gegners. Das ist generell noch so ein Problem, dass ich einfach bei bestimmten Gegnertypen, bei bestimmten Spielern, die der Gegner hat, oder wenn er bestimmte Teams hat, oder bestimmte Formationen oder so, das beeinflusst mich einfach noch viel zu sehr emotional. Das darf halt einfach nicht passieren. Fünferketten zum Beispiel regen mich auf. Dann hinterste Teams, die einfach komplett auf Pace gehen, die regen mich auf. Okay, geil. Wir bekommen die Niederlage nicht gewertet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gegner nicht abgebrochen hat. Das würde gar keinen Sinn ergeben. Ich habe auch nicht abgebrochen. Also, ich habe es ja gesehen. Und ich kann froh sein, dass wir dieses Spiel nicht als Niederlage gewertet bekommen. Das heißt, dass wir nochmal spielen können und das Ganze als ja Lehrlektion, also das, wir lernen einfach raus, abtun können. Ich muss halt einfach in Zukunft immer 100% abrufen, egal was für eine Aufstellung der Gegner spielt, was für Spieler er spielt, was für ein Spielstil. Ich muss meinen Spielstil durchziehen. Natürlich muss ich mich an den Gegner anpassen, aber ich darf mir nicht die Spielweise des Gegners auferzwingen lassen. Und das war so ein bisschen das Problem bei dem Gegner hier. Ich habe mich negativ beeinflussen lassen von der Geschwindigkeit seiner Spieler, von seiner Spielweise. Und hat man den Typ nicht vorhin schon so gelost bekommen und hatte keinen Bock, gegen uns zu spielen. Und das darf halt nicht passieren. Ich muss einfach ruhig bleiben. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich davon negativ beeinflussen zu lassen. Weil der Gegner hat nicht so stark gespielt, dass es für mich nicht möglich gewesen wäre, ihn zu besiegen. Es war einfach, ich habe Fehler gemacht in der Abwehr, in der Offensive. Und deswegen hat der Gegner dann verdient gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei ihm dann. Also entweder hat er jetzt irgendwie einen Verbindungsverlust gehabt und weiß ich nicht, seine Verbindung war halt weg und er hat jetzt quasi eine Niederlage bekommen, obwohl er halt in der Endphase 2-0 führte, weil er irgendwie, weiß ich nicht, Internet weg oder so. Oder bei ihm stand halt ebenfalls da Verbindungsabbruch, ohne dass er schuld daran war und dann hat er jetzt den Sieg halt bekommen. Na, ich glaube, das Rot geht bei Schwarz. Es ist, glaube ich, hell genug.
So, mal wieder Stories. Den sieht man in letzter Zeit echt super selten. Also am Anfang wurde der so oft gespielt. Aber ich glaube, mittlerweile haben die Leute einfach gerafft, dass der nicht so geil ist, wenn er nur einen linken Fuß hat und keinen rechten. Aber wir müssen uns trotzdem konzentrieren, anstrengen und ja, versuchen als Team gut zu spielen und die Tore zu erzeugen. Bele schön frei. Macht Shaw leider gut. Knappe Pässe. Der erste Pass sollte halt schon auf Plattenhardt gehen. Das war gerade das Problem. Oh, ich habe eigentlich schon auf Schießen gedrückt. Was war das denn? Das reicht dann zum Glück nicht. Alu, schade, das Ding kann auch gerne mal reingehen. Oh, dann nimmt wieder ein Ball nicht an. Diesmal hatte ich auch nicht das Gefühl bei Vidal, dass der Ball reingeht, ehrlich gesagt. Der Schuss. Aber es war trotzdem sehr knapp. Also, Alu ist ja, denke ich, ne? Fast drin. Sollte ihn natürlich nicht mit der Hacke spielen, ist denke ich klar. Okay, der Gegner macht echt viele Fehler, was das Rausspielen angeht aus dem Mittelfeld. Sehr schön von Hummels. Boah, echt ohne Scheiß, ich drehe mich mit Hummels zum Torhüter. Ich will zum Torhüter zurückpassen. Und er macht ihn irgendwo ins Mittelfeld rein. Ich habe auf Grätschen gedrückt, er grätscht nicht. Was ist denn jetzt los? Wird von meinem neuen Controller die Tasten werden die Eingaben nicht angenommen oder was? Also der Gegner spielt so schlecht. Mach doch mal ein Tor. Also ich jetzt, nicht er. Das meine ich. Also er lässt einen halt auch teilweise ziemlich schwach über außen durchrennen. Was ist denn das? Wie kann denn der mich einholen? Ich hatte übrigens auch auf Vorlegen gedrückt. Er hat es auch wieder nicht gemacht. Auch ein Tick zu sehr aufgezogen, würde ich sagen. Aber war erstmal schön in die Mitte gezogen. Hat es mir der Gegner aber auch leicht gemacht. Ich sage ja, der Gegner spielt gar nicht mal so gut, wie ich finde.
jetzt eigentlich dran. Da ist Hummels wieder dran. Eieieiei, das ist gelb, mein Freund. Okay, dann flanken wir mal rein. Ich weiß nicht, wer da steht, ist auch egal. Mach einfach mal einen schönen Kopfballtreffer. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hallo, nicht beide auf einmal. Was ist denn los mit euch? Ja, der Pass kommt einfach viel zu spät. Schlechte Ballkontrolle von Plattenhardt. Ich habe den Ball nicht gesehen. Wollte ihn direkt wieder zurücklegen. Also ich bin nicht durchschlagend genug. Wir haben einmal geschossen ans Alu. Gegner noch kein einziges Mal geschossen. Probiert jetzt, denke ich, trotzdem mal ein 4-3-2-1. Einfach um kombinatorisch mehr machen zu können. Schauen wir mal. Wir haben ja eigentlich mindestens zweimal geschossen, fällt mir gerade ein. Mit Reus haben wir da auch nochmal geschossen. Ach, diese dumme Statistik. Ich verstehe nicht, was so schwer daran ist, die Statistik zu programmieren. Das ist eigentlich total einfach. Gegner schießt, er drückt auf Schießen, alles klar, das ist ein Schuss plus eins. Schuss geht an den Pfosten, meiner Meinung nach ist das halt auch ein Schuss aufs Tor. Der Tormann hält ihn, oder... Krass, wie er mich einholt. Schön gelackt, schön gelackt. Ich war dran, ich habe ihn rausgetackelt, er lackt sich den Ball. Nice. Egal, der Gegner spielt schlechter als wir. Wir machen jetzt ein 2-1 draus. Also das ist wieder ein Tor, da fällt mir jetzt einfach nichts ein. Ich war dran, ich tackle den Ball raus, er bleibt halt trotzdem dran. Und macht dann halt einfach das Lucky Tor, da fällt mir echt kein Fehler ein. Wir bleiben einfach ganz ruhig. Es kommt mir irgendwie so träge vor in dem Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Das hat er leider gut gemacht. Zwei-Null wäre verdient, aber meine Abwehr... Also was machen denn die? Ihr beschissenen Vollidioten! Meine Abwehr spielt sich gerade wieder so träge und dumm. Also die bauen richtig Scheiße, bauen die. Richtig harte Scheiße. Fuck you! Oh, das fühlt sich so behindert an, das Spiel. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich verstehe es gerade nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Fühlt sich so schlecht an. Fuck you.
So unverdient diese Führung, ey. Da hat kein einziges Mal geschossen in der ersten Hälfte. Wahrscheinlich war es wieder ein Fehler. Ich hätte wieder nicht wechseln dürfen. Wo ist denn mein Ribéry? Was ist denn da los? Fuck! Ribéry fehlt. Egal. Ich hätte wieder nicht wechseln dürfen. Es stand null Schüsse für den Gegner. Ich meine, was soll ich besser machen in der Verteidigung? So, jetzt ruhig bleiben. Wir schießen jetzt noch zwei. Mindestens zwei. Es ist alles so leicht verzögert, so Mikrolex vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Fühlt sich ganz, ganz schlecht an. Ich glaube, man sieht es auch ganz. Hier hat man es gesehen. Ich glaube, jetzt hat man es gesehen. Dass das so ganz leicht verzögert ist. So, da haben wir jetzt trotzdem das 2-1 gemacht. Und wir machen jetzt noch schön das 2-2. Dann machen wir das 3-2. Aber habt ihr gesehen, also seht ihr das? Ich glaube, man sieht es. Also zumindest habe ich es gerade optisch auch gesehen. Zwei, dreimal. So ganz leichte Ruckler. Und deswegen fühlt sich das alles total träge an. Weil die halt so eine Millisekunde später als gewohnt halt erst reagieren auf alles. Fuck! Das hat mir auf jeden Fall das erste Tor gekostet. Beim zweiten weiß ich, bin jetzt so aufgebracht. Ich weiß gar nicht mehr. Es kann sein, dass ich beim zweiten was Scheiße gebaut habe. Aber beim ersten definitiv nicht. Okay. Ecke rausgeholt, war eben gerade auch geil gespielt, geil getribbelt von Lewandowski. Also nebenbei. Okay, nächste Ecke. Wir machen das 2-2, dann machen wir schönes 3-2. Komm schon. Ja, da habe ich halt nicht mehr die Zeit, noch groß zu zielen. Ich meine, da kann ich froh sein, dass es überhaupt noch eine Ecke gibt und nicht, dass einfach nur geblockt wird, der Schuss. Aber Druckphase, ich sag doch, das ist nicht verdient. Und man sieht jetzt, glaube ich, auch diese komischen Lags. Die mir das Spiel extrem erschweren. Aber ist auch gerade ein geiler Vorteil für das Foul, so eine, weiß ich nicht, Bruchteil von einer Sekunde. Meiner Meinung nach schon wieder ein Foul. Es fühlt sich so eklig an. Wie in Butter, ey. Oh, bin der Lab ist super langsam. Das ist so krass. Das fühlt sich so scheiße an. Also, ich weiß nicht, beim zweiten Tor, beim. Also, mein Fehler in dem Spiel ist definitiv der Formationswechsel. Ich hätte die Formation nicht wechseln dürfen. Das war mein Fehler. Ich darf die Formation nicht wechseln. Punkt. Aber das macht trotzdem dieses 2-0 nicht verdient. Und wie ich sage, das erklärt auch nicht, warum das sich so scheiße steuern lässt. Hervorragender Pass von Vidal. Boah, ey, das war doch ein guter Schuss. Mann. Ja, zu spät der Pass, war meine Schuld.
Schieß doch einfach! Fuck! Schöner Schuss von Dembele. Komm! Oh, fuck you. Das war's. Unverdienter Sieg, aber ich mache mir da trotzdem die Vorwürfe, ich hätte halt. Fuck. Ich hätte halt nicht die Formation wechseln dürfen. Das war einfach ein riesiger Fehler. Ich habe zwar nicht selber sehr gut quasi das Tor getroffen oder bin da aufs Tor gekommen, aber ich denke, die Abwehr, die stabile Abwehr ist da erstmal wichtiger. Wenn der Gegner nullmal schießt, dann darf ich die Formation nicht wechseln. Ich glaube auch in der ersten Hälfte, da ist mir noch nicht so bewusst gewesen, aber ich glaube auch in der ersten Hälfte waren diese Mikro-Lags, diese ganz kleinen, feinen Lags, die dafür sorgen, dass er sich total scheiße anfühlt. Und Vorlagen Lewandowski, ich hab's ja gesagt, nicht drauf achten, dann passiert das auch ganz von alleine. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass Lewandowski hier die Vorlage gespielt hat. Einwandfrei. Ich glaube, 3 Spiele müssen wir abziehen mittlerweile bei Lewandowski. Hat sowieso eine miserable Ausbeute, das weiß ich auch so. Ohne, dass ich mir das angucken muss. Ja, 6 Spiele haben wir gemacht, also 3 abziehen Minimum. Mussten wir jetzt noch mehr abziehen? Ich glaube nicht. 3 Spiele, glaube ich. Er macht eine Vorlage. Es ist... Oh. Es kotzt mich natürlich trotzdem an, dass das so beschissen läuft mit meinen Stürmern, aber ich glaube, ich werde dann auch von Lewandowski wieder zu Man of the Match Stindl wechseln und mich damit abfinden, dass ich halt einen sehr mitspielenden Stürmer momentan brauche, aufgrund der Tatsache, dass mein Spielstil einfach so ist, dass der Stürmer mehr so die falsche 9 repräsentiert und ein sehr mitspielender Stürmer ist, als eben ein Spieler, der ja im Strafraum wartet und die Tore macht, ein Abstauber ist. Und wahrscheinlich ist einfach die ZM-Position so eine Position, die sich dann sehr häufig gut anbietet und dadurch eben Tore macht oder halt auch logischerweise ist die ZM-Position auch einfach ein krasser Ballverteiler für die Vorlagen. Und deswegen funktioniert Müller so gut. Na gut, im nächsten Spiel, in der nächsten Aufnahme wird dann nochmal Lewandowski getestet. Aber meine Tendenz geht halt dazu, dass ich aufgrund der Erkenntnis, dass ich wahrscheinlich einfach vom Spielstil her jetzt ganz anders spiele als am Anfang, dass ich da eher einen mitspielenden Stürmer brauche mit einem guten Passwert. Und da ist halt Stindl besser als Lewandowski. Einen guten Abschluss hat er ja auch, von daher. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.